Servus und willkommen bei Occupy Mars. Da sind wir wieder. So, beim letzten Video habe ich ja, ich nenne sie Dataports hergenommen, diese Pan Drives. Ich glaube, ich habe hier drüben noch welche. Ja, wunderbar. Elektrizität und Biologie. Wunderbar. Da war man ja der Meinung, wenn ich die nicht in den dazugehörigen richtigen Werkbankbereich benutze, gibt es keine Erfahrungspunkte und sie werden schlichtweg zerstört. Also ich meine, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und ich glaube, das kommt sogar am Ladebildschirm, sie werden nicht zerstört, sie sind nur nicht ganz so effektiv, also geben sie weniger Punkte. Und ich denke, das werden wir heute doch gleich einmal, noch einmal sicherheitshalber, dass es wirklich richtig ist, überprüfen. Also wir haben 63,48 Erfahrungspunkte in der Mechanik. Ich werde jetzt ein Pan Drive Biologie hernehmen und die Dekodierung starten. Wir sehen hier oben am Rand schon die Ding blinken hier, die Mechanikanzeige. Was heißt, wir kriegen Erfahrungspunkte. Ich glaube, das sind so. Es sind aber mittlerweile leider echt wenig Punkte, deswegen lohnt es sich eigentlich fast gar nicht. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 2,5 oder sowas. Aber wir bekommen hier noch einen Abschlussbericht, wenn wir fertig sind. Bloß, um nochmal sicher zu gehen, machen wir das nochmal. Ich denke, das ist doch am angenehmsten für allen. So, jetzt ist der fertig dekodiert auf jeden Fall. Und da, hier sehen wir es, Gesamterfahrung 2,5. Also wenig. Jetzt schauen wir auch gleich nochmal in die Technik rein. So, wie wir sehen, wir haben doch etwas Erfahrung gekriegt, aber halt wenig. Deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, die in andere Tische reinzustecken. Habe ich auch nicht gewusst. Jetzt wissen wir es. Aber ich bin ja für solche Nachrichtenmeldungen ja auch immer froh. Weil da lernt man selber auch nochmal was. Und manchmal ist man ja auch einfach der falschen Annahme. Kann ja sein. Und ich habe das jetzt auch bewusst gemacht, weil es mich selber interessiert hat. Weil ich will euch ja auch keinen Unsinn erzählen. Wäre ja schade drum. So. Ja, was machen wir? Ja, natürlich machen wir jetzt weiter mit der Erforschung. Ah, genau. Was ich gerade eben auch noch gelesen habe im Ladebildschirm war bezüglich der Antennen. Ich glaube, ich habe es sogar schon mal in einem vorherigen Video gesagt. Also die Antennen erhöhen die Reichweite. Habe ich sogar dabei. Mal gucken. Sieht nicht so aus, nein. Erhöhen die Reichweite von diesen Tablets. Von dem Tablets, wo man dann den Rover hier steuern kann. Und die kann man auch in Reihe schalten. Allerdings muss ich dann die andere Antenne im Bereich von der einen Antenne befinden. Und so kann man sich dann zum Beispiel eine Wegstrecke ausbauen.
hört sich jetzt auch, also das betrifft die Fernbedienung und die Drohne, ja. Und das wird mich jetzt auch also die Drohne interessiert mich jetzt auch und die werde ich jetzt auch heute holen. Sonne geht gleich auf, ja, bis auf Sauerstoff im Anzug sind wir gut befüllt, das ist gut. Dann machen wir das. Ah ja, und auch noch etwas, nochmal bezüglich wegen, falls ich mal etwas Falsches sage. Auch ich spiele dieses Spiel jetzt hier so zum ersten Mal. Und wie gesagt, ich muss auch viele Sachen selber rausfinden. Und falls ich doch mal etwas Falsches sagen sollte, freue ich mich tierisch, wenn mich darüber jemand berichtet. Berichtigt. So. Und wie jetzt halt gerade eben in dem eben Fall mit diesen Pendrives. Naja, dann gehe ich halt her und probiere es einfach aus und dann schauen wir halt. Wenn ich falsch bin, war ich falsch und wenn nicht, dann war ich nicht falsch. Und alles ist gut. Schauen wir mal, was haben wir denn hier schönes? Aluminium. Ach, eigentlich kann ich gerade Aluminium nicht mehr sehen. Haben wir nur was anderes da? Ja, es hat gehört, dass ich gesagt habe, ich kann kein Aluminium mehr sehen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ah, Silizium, okay. Ja, was ist jetzt los? Na also. Oh ja, yeah, ein Block haben wir rausgekriegt. Na ja, klar, war. Alu. Ah, Eisen. Eisen kannst du immer gebrauchen. Da ist noch mehr Silizium, perfekt. Und wenn euch die Videos hier gefallen, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Das würde den Kanal unterstützen. Und natürlich könnt ihr gern die Glocke aktivieren, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und aktuelle Informationen zu den Videos bekommt ihr entweder auf meiner Facebook-Seite oder auf dem Discord-Server, wo ich auch einen Link in der Beschreibung da lassen werde, wo jeder gern willkommen ist. So. Jetzt haben wir uns doch schon mal gut durchgearbeitet, so langsam. Hä? Jetzt langsam reicht's dann. Habe ich echt ein Tablet dabei? Muss ich schnell schauen. Ach, jetzt ist es wieder hier. Auf die Frage, wieso ich jetzt mit dem Tablet komme. Ich wollte nachgucken, ob man wieder was freischalten kann von der Technologie. Ich habe nämlich gar nicht geguckt, ob da was Neues draußen ist. So. Ja, das ist auch normales Eisen. Das auch. Ich will jetzt nichts Falsches kaputt machen.
Da haben wir ein unbekanntes Erz. Was haben wir hier? Auch 0 Eisen, okay. Je mehr Eisen, desto besser. Ach, das schaut doch schon mal... Oh ja, da habe ich hier ein Ding kaputt gemacht. Da habe ich etwas zu gut klein gemacht. Da haben wir auch noch Eisen drin. Ich habe auch mein Setting ein bisschen aufgewertet. Ich kann jetzt auch besser... vor allem bezüglich eher vom Discord-Server. Dass ich da auch jederzeit besser auf den Chat reagieren kann. Falls halt mehr Leute drauf sein sollten. Und falls das Interesse besteht, mehr drauf zu schreiben. So, aber jetzt gehen wir erst einmal einsammeln. Und schauen, wie viel Technik... Oh ja, da war ich fleißig. Muss ich mir nachher noch einen Keks geben, als Belohnung. Oxygen source, external. So. Dann laden die mal unsere Rohstoffe auf. Marker ist nicht aufladen, okay? Ja. Vielleicht krieg's auch einfach nicht ins Fadenkreuz. Kann ja auch sein. So, da. Ja, ich glaube, ich hatte es nicht im Fadenkreuz. Na also, siehst du, da haben wir es doch. Haben wir davon, wenn man kein Zielwasser trinkt, hä? Es ist nur schade, dass der Kran, finde ich, etwas kurz ist. Also, du musst immer so oft nachsetzen. Na also, haben wir doch geschnappt. Aber ich dachte eigentlich vorhin, ich hätte es besser abgebaut. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr geirrt. Hm.
Ach, und da hatte ich einen auch wieder zu klein gemacht. Ja, gut. Das sind Sachen, mit denen kann ich eigentlich relativ gut leben. Was heißt ja relativ, ich kann damit gut leben. Es ist einfach, ja. Ich hoffe auch bloß bald, dass mal diese automatische Bohrfunktion bald auch kommt. Weil das finde ich unterchemietisch und was dann da noch alles mit dabei zukommt. Ich kann das hier nicht erwarten, bin ich ganz ehrlich. Ich mag das Spiel ja auch. Dam-dam. Jetzt müsste auch bald voll sein. So. Ja, ich... So, da haben wir was. Einfach irgendwie ins Leere greifen, wird schon was kommen. Ist denn noch nicht voll, der Wahnsinn. Jetzt da. Jetzt da. Na also. Gewusst, das muss irgendwann mal kommen. Ja, jetzt fahre ich wieder fünfmal gegen diese dummen Felsen. Ach, mein Gott. Ja genau, mit was ich eigentlich mein Setting aufgerüstet habe, ist ein zweiter Bildschirm. Ganz vergessen, das wollte ich echt dazu sagen. Das haben wir gemeint, dass ich besser jetzt reagieren kann drauf, auf die Chats. Und ich bin da eigentlich ja auch. Also Discord bin ich echt die ganze Zeit online, wenn ich dann daheim bin. Und entladen. Ja, ich kann schon aufstehen, weil ich weiß, ich kriege jetzt meinen Punkt. Wie ist echt die Batterie? Oh, ja, schaut gut aus. Mehr als halb voll. Available point for technological advancement. So, dann werde ich jetzt, wie gesagt, die Drohne freischalten. External oxygen detected. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, warum ich reinlaufe, weil ich die Drohne freischalten will.
Das war jetzt wieder total mitgedacht. Da. Fliegen die Drohne, ja. Mechanics, technology access level increased. Aber schau, das habe ich noch gar nicht geguckt. Vielleicht ist ja schon was freigeschaltet worden. Ich weiß es bloß noch nicht. Nee. Schaut nicht so aus. Die größeren Inventars sind auch noch verschollen. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wo habe ich jetzt wieder mein Zeug hin verräumt? Ich kleiner Schlamper, ich. Na, da haben wir sie. Die Rover-Fernsteuerung. Ich glaube, es gibt ja bloß die Rover-Fernsteuerung, oder? Ja, das sieht man gleich sehen, wenn wir sie jetzt gebaut haben. Da haben wir Hubschrauber Infinity. Bauen wir einen. Schneemann, ja, das ist natürlich ganz wichtig. Aber keine Ahnung, wie man den freischaltet. Ich schaue jetzt gerade eben noch nach. Ob es eine andere Fernbedienung dafür gibt. Was ist echt dieser Workshop-Tank? Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch gerade keine gesehen, andere Verbindung, bis auf die, was ich schon habe. Ist hier oben irgendwo eine? Nein, ich sehe nichts. So, nehmen wir mal hier das Eisen noch raus. Ah, der ist schon gebaut. Perfekt. Ja, wieso habe ich nicht gleich bei mir auf reingelegt? Ich weiß es nicht. So. Ja, was jetzt? Wieder eingesteckt. Ja, das wollte ich ja echt nicht machen. Ah, jetzt haben wir die Drohne. Ist sie? Wo ist sie? Da oben ist sie. Hupsele. Ja, komm raus. Glück gehabt. Also die steuerst du ganz normal, also mit Leertaste nach oben.
und dann mit den ganz normalen Pfeiltasten. So. Könnte man die auch ein bisschen genauer steuern? Kann sie sonst noch was? Also ist ja alles ganz nett und so weiter. Aber kann man die auch irgendwie drehen oder? Ach, es hat ja alles weggepackt. Drehe ich da jetzt noch irgendwas? Nee, die drehst du nicht. Wieso drücke ich immer das Falsche? Es ist eine nette Spielerei, aber... Es wäre schön... Ah, falsch. Es wäre schön, wenn man da irgendwie noch was drehen könnte. Jetzt bin ich gerade am Rumdrücken. Aber sie ist sanft gelandet. Haben wir sonst noch irgendwas? Wie wechsle ich eigentlich hier die Sachen? Jetzt habe ich das Falsche gedrückt, meine Güte. Mit dem Mausrad macht man das, okay? Ah ja, ist eine nette Spielerei, aber ich sehe jetzt keinen großen Zweck dahinter, außer blöd rumfliegen. Was schade ist, kann ich die eigentlich auch... Moment, ich sag zwar, ist doof und so weiter, bla bla blub, aber stimmt ja gar nicht. Weil vielleicht kann ich die in der großen Kuppel fliegen lassen. Wäre doch auch cool. Da war sie weg. Auf ein neues. Jetzt liegt sie so ganz komisch dran. Hahaha.
Ja, da kannst du Unsinn machen. Schau uns noch mal das Bäumchen genauer an. Ich stelle nur fest, dass ich einen sehr dreckigen Bildschirm habe. Schau an, schau an. Das jetzt gemacht. Oxygen 30%. Ah, umschalten, okay, aber Mist. Ah, ist gelandet. Ja, das ist halt Sauerstoff, so wenig ist mir egal. So, Probleme gelöst. Es gibt kein Problem, was man nicht lösen kann. So. Oxygen source external. Also noch eine Drohne. Aber kann ich dich irgendwo drehen? Steht hier irgendwas? Nein. Links und rechts, okay. Ah, jetzt habe ich da die falschen Knöpfe gedrückt. Nee, also. Ich habe jetzt noch nichts gefunden, wie ich sie was drehen kann. Kann es sein, dass der Baum gar nicht mehr gewächst? Mal schauen. Wo haben wir das Bäumchen? Ne, eigentlich müsste er ja. Hier machen wir mal 11. Hier nochmal 27 jetzt fürs nächste. So. Nochmal 36. 36 habe ich gesagt, keine anderen. So. Der Apfelbaumsetzling, ja, der wächst jetzt auch gut. Unsere externe Sauerstoff ist mittlerweile auch im grünen Bereich, wie man sieht. Das finde ich gut. Sind die Tomaten noch nicht fertig? Was machen denn die den ganzen Tag? Na, also. Hunger hat er mal wieder und Durst. Ja, gegen. Hunger, können wir gleich was machen? Und ein Durst auch. Ach, ja. Dann hüpfen wir mal kurz schlafen, dass wir diese nervige Meldung wegkriegen hier bis 6. Und während wir warten, mache ich mir einen neuen Tee. Ganz einfach. Warning. Weather alert. Meteor shower expected.
Ein Meteoritenschauer. Huiuiuiuiui. Über diesem Gebiet erwartet. Und ich habe keine Meteoritenabwehr. Das war jetzt sehr klar. So. Ja, das kommt davon, wenn man nie die Meteoritenabwehr erforscht, gell? Ganz klar. Aber zum Glück sind wir jetzt ja gerade eh schlafen gegangen, deswegen also wären wir dann eh wieder. Ah, halt, halt, halt. Erst einmal muss ich A, einen Helm anziehen und B, die Anzugbatterie wechseln. Alert, low power, suit pressurized, helmet sealed. Die laden wir auf. Die nehmen wir mit. Jetzt geh halt auf. Und dann hauen wir hier auch gleich unseren Sauerstoffflasche rein. Jetzt gehen wir draußen Meteoriten gucken. Weil ich hatte zwar schon mal einen Meteoritenschauer, bloß ich habe davon gar nichts gesehen. Also, hier bin ich. Kommt zu mir. Ah, dabei kann ich eigentlich mal gucken, ob ich nochmal einen neuen Kilopower bauen kann. Ja, da habe ich jetzt ja nichts. Wie schaut es eigentlich hier aus? Na also, da vier Stäbchen hätten wir. Ah genau, ich wollte ja eh da hinten noch. Ich wollte da hinten was bauen. Ich habe gar kein Material mehr. Habe ich das irgendwo anders hingeräumt? Ja, es kann auch sein. Das kann schon auch sein, dass ich das irgendwo hingeräumt habe. Macht aber nichts. Für was haben wir denn unseren Drucker? Wenn nicht genau für sowas. Aber warte mal, dann machen wir es gleich hier. Machen wir gleich so, geht schneller. Na also. Der kann auch wieder mit raus. Wo ist eigentlich... Da, Status 50 gebaut. Ja, ja doch. Hugenmörtel. Aber jetzt müssten wir ja alles haben. Genau. Schau ich nochmal. Ja. Es gab ein bisschen was. Na, jetzt erstmal neue Uranstäbe machen.
Und jetzt da. Ha, hat sogar gelangt. Jetzt komm schon. Na also. Oh, wir waren drehen nochmal. Ah, genau. So. Ich habe schon so lange nichts mehr gebaut. Warning. Weather alert. Meteor shower expected. Not enough materials. Not enough materials. Was fehlt denn? Ach, kleines Rohr habe ich nicht. Wieso habe ich kein kleines Rohr? Bin ich bescheuert? Ja, wo sind sie denn? Es blinkt wie bekloppt, aber ich sehe keine. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich nicht in den kleinen, in den großen Schredder reinfall. Dafür ist übrigens die Klappe gut. Siehst du? Haha. Nein. Ui, Glück gehabt. Jetzt kann ich wie ein Dummer in den Himmel gucken, ohne auf meine Füße zu achten. Sehr schön. Aber warum habe ich keine kleinen Schrauben gebaut? Habe ich eine Aluplatten gebaut? Ich habe nicht aufgepasst. Meine Güte. Habe ich geschlafen. Komm, jetzt machen wir mal sicherheitshalber nochmal. Ja. So. Weil ich glaube, ich habe auch keine Aluplatten gebaut, oder? Sehe ich das richtig? Ah doch, da waren welche, ja, ja. Das Uran kann wieder zurück. So. Wo seid ihr? Kommt her. Ja, zum Glück habe ich nur mit Aluplatten gebaut, glaube ich. Radiation detected. Ja, ja. Alles mit der Ruhe. Wo haben wir Stromkabel da? So. Ach, ich bin ein Dummkopf. Habe ich hier die falsche Stelle gebaut? Was soll's? 264 ist eine ordentliche Zahl, was ich da raushau. Oder? Ja, 433 kann sich sehen lassen jetzt. Aber ich will trotzdem jetzt doch mal einen Meteoritenschauer haben. Kommt zu mir. Kann ich euch abbauen? Also ich will es jetzt nicht verschreien, aber wetten, die landen da hinten, da rein zufällig, da bei den drei. Könnte ich mir gut vorstellen. Warning. Weather alert. Meteor shower expected. Ja, das sagst du mir jetzt seit wie viel? Die dritte Meldung? Vierte?
Ich sehe trotzdem noch nichts. Schon mal hinter uns. Wahrscheinlich tauchen sie von hinten auf. Da ist die Sonne. Ja, vielleicht haben sie auch Angst vor mir, weil ich jetzt den Presslufthammer genommen habe. So, ja, jetzt kommt doch meine. Es ist ja schön, dass sie die Meldung raushauen, aber dann wäre es auch toll, wenn da was kommen würde irgendwann mal und man nicht immer erst 4 Tage warten muss drauf. Und jetzt mache ich was anderes noch, während ich eh warte. Auch wenn ich nicht die genügend Uranstäbe habe, kann ich es trotzdem schon mal aufbauen. Weil ich blindes Huhn brauche jetzt dringend Licht. Und dann wäre es ja schade, wenn ich das hier nicht bauen, nicht nutzen würde. Oh mein. Fangen wir mit einem Transformator an. Warning, incoming meteor shower. Find shelter, warning. Jetzt da. Ah, da kommen sie. Oh, das schaut schon cool aus. Trifft er meine Basis oder was? Nee. Also ich glaube, einer hat meine Basis getroffen. Zwei. Ich glaube, der kommt so gut. Der kommt doch sehr auf mich zu, oder? War es das jetzt? Ne, da kommen noch welche. Jetzt reißen sie mir 30 Löcher in meine Basis rein, oder? Ui. Aber jetzt. Aber jetzt. Dann wollen wir uns doch mal die Beschädigungen angucken. Also das muss man auch sagen, also die Katastrophen haben sie echt schön gemacht. Ach, da hatte ich auch noch einen Kido Power, gell? Also. Ein Schredder hat's erwischt, wie es ausschaut, hä? Ja. Einen schweren Rover nicht wirklich so.
geht auch wieder nichts vorwärts. Ach, geht da mal was vorwärts jetzt. Mir fault hier die Finger ab. Na, die Risse werden weniger. Ich glaube, ich hätte Airbus drüber malen können. Es hat auch gelangt. Aber was sagt uns das? Genau, wir müssen jetzt die Meteoritenabwehr auf jeden Fall. Mal erforschen. So. Ist das wieder hübsch? Wie schaut's hier aus? Gut. Brunnen sind gut. Das ist gut. Ja gut, der Kido Power ist wichtig, ist logisch. Gut. Radiation detected. Der Brunnen ist gut. Der ist auch gut. Habe ich schon angeguckt, glaube ich. Also hier schaut es mal gut aus bis jetzt. Zentrifuge auch. Aha, da ist ein Treffer reingegangen. Ja, hätte ich ja gleich sehen können, hier Risse angucken. Stelle ich mich auch wieder an. Wie schaut's hier aus? Naja, haben wir doch mal hier auch mal Meteoritenschau mitgemacht. Der hat noch Risse. Gut. Hat hier einer was abgekriegt? Entschuldigung. Nee, schaut euch alles normal aus. Das Wichtigste ist, Badezimmer ist ganz, das ist das Wichtigste, natürlich. Ah, halt, da ist noch was. Wie schaut's denn hier aus? Ah, die Windturbine hat auch was abgekriegt, obwohl man nichts sieht davon, ne? Warning. Poor tool condition. Repair it at the workshop table. Ja, aber jetzt schaut's ja wieder gut aus. Die Werkstatt schaut auch gut aus. External oxygen detected. Ja, dann gehen wir jetzt hier nochmal. Wenn wir eh gerade da sind und sich eh schreien. Jetzt, da können wir es reparieren.
mach mal den auch noch gleich mit. Ja, drücke ich ein bisschen zu kräftig die Knöpfe, anscheinend geht er deswegen kaputt. Perfekt. Ja, gleich wieder die wichtigen Sachen aufrüsten. Jetzt laufen wir mal kurz durch. Verbinder sind gut. Ah, es schaut alles super aus. Headquarters ist auch gut. Und die Lobby ist auch gut. Ja gut, dann passt ja alles. Ne, wieso gehe ich hier? Ah, no, die große Kuppel mal sicherheitshalber nur schnell anschauen. Hat zwar keinen direkten Treffer gekriegt, aber man weiß ja nie. Das Gewächshaus ist gut. Aha, schau an. Ganz, ganz leicht war sie. Unser Baum wird auch... Obwohl es ein komischer Baum ist, ganz ehrlich. Aber ich will mich ja nicht beschweren. Naja, ich hoffe doch, die Folge hat euch auch gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, Kommentar, Like, immer gern gesehen für den Algorithmus. Bis zum nächsten Mal. Servus.